fast die Hälfte geschafft. Ziemlich anstrengend. Man muss Treppen steigen können. Na okay, es gibt einen Lift. Aber ich glaube nur für disabled people. Einen wunderschönen guten Morgen am 31. Oktober 2019. Heute ist Halloween und da gehen wir heute Abend auch auf eine Parade. Es ist außerdem geplant The Vessel, Top of the Rock, das Seen Airspace Museum und mal schauen, Wassertaxi auch noch. Jetzt fahren wir erstmal wohin? Nach Greenwich Village. Zu was? Im Apartment von Carrie Bradshaw. Und ich gucke mir noch einen Basketballquarter an und dann mal gucken. Das Wetter ist scheiße, deswegen mal schauen, was wir so schaffen. Genau. Wassertaxi New York, auch in New York Pass inbegriffen. Kleine Rundtour, um die Skyline zu sehen oder das, was man jetzt gerade davon sieht. Leider spielt das Wetter nicht mit, aber wir machen trotzdem das Beste draus. Direkt neben dem Wassertaxi ist das Intrepid Air and Space Museum und das schauen wir uns jetzt mal an. Ist auf großen Flugzeugträger. Mal gucken, was es hier so zu gucken gibt. Ist auf jeden Fall im New York Pass inbegriffen, deswegen nehmen wir das mal mit. Ja, da sind wir jetzt auch durch. Wäre jetzt nicht mein Favorit, war ganz cool zu sehen, vor allem die Concorde und das Space Shuttle. Wir waren ja jetzt relativ fix durch. In M&M World Store, direkt auf dem Times Square, bringen wir jetzt Geschenke für euch mit. M&M's in zig verschiedene Geschmacksrichtungen. Mal gucken, was wir daraus machen. Jetzt schätzt mal, wie viel so eine Tüte kostet. Antwort gibt's in den Kommentaren. Rockefeller Center, da oben wollen wir nachher noch rauf. Im Dunkeln. Und die Eisbahn. Angekommen bei The Vessel. Kostenlose Tickets gibt es dafür im Internet. Müsst ihr nur vorher rechtzeitig buchen, mindestens einen halben Tag vorher, jetzt wo wir gerade da sind. Da gehen wir gleich mal rauf. Fast die Hälfte geschafft. Ziemlich anstrengend. Man muss Treppen steigen können. Na okay, es gibt einen Lift. Aber ich glaube nur für disabled people. Herzlich willkommen auf der größten Halloween-Parade New Yorks. Ja.
Are you feeling horny? What? Are you feeling horny? Schon damals in Irland hat ab diesem Zeitpunkt mein Mikrofon seine Dienste verweigert. Es funktionierte nur noch ab und zu, also quasi wann es wollte. Hier machen wir uns nun auf den Weg auf den Top of the Rock. Des schlechten Wetters und dass unten gesagt wurde, dass es hier so neblig ist, man eigentlich nicht sieht, ist, dass man das Ganze hier so gut wie für sich hat. Jetzt ist eine Horde Dubai schon wieder hochgekommen, aber sonst haben wir die ganze Aussichtsplattform für uns. Mit der Aussicht. Top of the Rock. So, der letzte Tag in New York geht mit dieser Aussicht zu Ende auf dem Top of the Rock. Wir sagen gute Nacht, morgen früh geht es nach Washington.